einer, Paul, der ja eigentlich nicht so ein richtiger Experte ist, ist ja Dieter Bohlen und der hat ziemlich für Furore gesorgt. Hören wir doch einmal rein. Aber ich bin eben der Meinung, also ihr könnt mich ruhig ausbuhen, ja, aber wenn die diese Sanktionen zum Beispiel nicht gemacht hätten, und man hätte sich vernünftig an einen Tisch gesetzt, ja. Dann bräuchten die Leute sich jetzt nicht diese ganzen Firlefanz machen, ja. Die Leute, jetzt müssen wir frieren, jetzt müssen wir dies und das. Das ist doch alles Scheiße. Aus meiner Sicht, ja. Man kann das jetzt sehen, okay, mit dem Krieg in der Ukraine, man kann das immer alles verpacken. Aber ich meine, alles, was da so passiert und dass Russland jetzt für viel, viel mehr Geld Gas nach Asien verkauft. Und das ist, ich meine, das verstehe ich alles nicht mehr, ja. Paul, wie ordnest du die Aussage von Dieter Bohlen ein? Du hast ja auch mit Wladimir Klitschko ein Interview dazu geführt. Aus meiner Sicht ist Dieter Bohlen dort auf russische Propaganda reingefallen. So klar muss man das sagen. Also zunächst einmal, diejenigen, die gegen Sanktionen argumentieren, die müssen zu Wort kommen. Und es ist auch wichtig, dass es diese Debatte gibt über Sinnhaftigkeit oder Nicht-Sinnhaftigkeit von Sanktionen. Aber die Art und Weise, wie Dieter Bohlen über diesen Krieg spricht, über Wladimir Putin spricht, auch über die Ukraine spricht, die weist doch auf, dass er sich damit offenbar nicht wirklich beschäftigt hat. Fangen wir mit den Verhandlungen an. Also Dieter Bohlen sagt, es habe ja gar keine Verhandlungen gegeben und man hätte sich ja einfach mal an einen Tisch setzen können. Das ist faktisch falsch. Vor dem Krieg haben sowohl Emmanuel Macron als auch Olaf Scholz und andere es versucht, mit Wladimir Putin ins Gespräch zu kommen, diese beiden an einen Tisch zu bekommen. Es gibt sogar Aussagen von russischen Offiziellen, die in amerikanischen Medien zitiert werden, die sagen, Wladimir Putin wollte all das vor dem Krieg nicht hören. Man muss immer wieder sagen, er wollte diesen Krieg. Er hat geglaubt, dass er hier die Ukraine überrennen kann, dass die Menschen ihm zujubeln und er hat die Existenz der Ukraine in Frage gestellt. Das Zweite ist, er sagt, dass die Sanktionen nichts bringen würden. Also er verallgemeinert sehr, spricht da den Rubel unter anderem an, was richtig ist. Der Rubel ist nicht so runtergefallen, wie Experten oder wie auch Europa das gehofft hatte. Aber bringen deshalb alle Sanktionen nichts? Nein. Gerade wenn man sich bestimmte Wirtschaftsbereiche anschaut, die sensiblen Bereiche, also insbesondere die Frage von Waffenlieferungen. Russland hat große Probleme, jetzt Chips zu bekommen, also sozusagen die Systeme weiter auszubauen. Das ist nur eine von vielen Dingen, die man in dem Hochtechnologiebereich sieht, wo die Sanktionen sehr wohl etwas bringen und diese Isolation auch vielen, vielen große Sorgen macht, auch wenn man die gesamten Wirtschaftsdaten anschaut. Das Dritte ist, Dieter Bohlen sagt, man muss diesen Krieg beenden. Ja, natürlich muss man diesen Krieg beenden, aber wer kann den Krieg beenden? Wladimir Putin, nämlich indem er sagt, raus aus der Ukraine, Truppen raus und der Krieg wäre beendet. Also ich glaube, dass das sehr gefährlich ist, vor allem wie Dieter Bohlen hier formuliert hat. Herr Schindler, Paul Ronsheimer sagt, es ist sehr gefährlich, wie Dieter Bohlen hier argumentiert hat. Wie sehen Sie das? Also im Großen und Ganzen teile ich die Auffassung, die Herr Ronsheimer hier vertreten hat. Es ist allerdings so, dass wir schon darauf achten müssen, dass wir uns nicht instrumentalisieren lassen. Weder von der Ukraine noch von beispielsweise den US-Amerikanern. Wir müssen eine aktive Friedenspolitik betreiben und die bedeutet, wir müssen immer wieder innehalten und sagen, kann das so weitergehen, wie es gerade läuft? Und da bin ich der Auffassung, dass Menschen wie Bohlen etwas zum Ausdruck bringen, was sicherlich noch stärker werden wird, nämlich eine gewisse Unzufriedenheit mit dieser Entwicklung, weil man kein Ende sieht. Und wer kein Ende sieht, weiß nicht, was er macht. Und wer nicht weiß, was er macht, der ist unsicher. Und diese Unsicherheit, die gilt es zu beseitigen. Und da können wir heute Abend ja ein Stück weit drüber reden. Frau Weidenfeld, sehen Sie auch kein Ende in Sicht? Ja, ich sehe vor allem kein Ende in Sicht in einer gewissen Haltung, die den Krieg als einzige Möglichkeit sieht oder immer weitere Aufrüstung. Und ich denke, es muss auch im intellektuellen Milieu ein Fundament geschaffen werden, dass man andere Optionen einfach aufmacht. Was wäre für Sie so eine Option? Also Krieg will ja eigentlich niemand. Ich kann mir kaum vorstellen, dass jemand Krieg möchte. Das heißt, was wäre die Option? Wie könnte man Wladimir Putin an den Tisch bekommen? Ja, also ich bin jetzt kein Militärexperte, aber ich rede jetzt hier als Kulturwissenschaftlerin. Mhm. Und da denke ich, ist es ganz wichtig, dass wir runterkommen von möglichen Projektionen. Sie sagen, wir dürfen uns nicht beeinflussen lassen, weder von ukrainischer noch von russischer Seite. Ich denke mal, Kriegspropaganda gibt es wahrscheinlich auf beiden Seiten.
dass Russland den Angriffskrieg geführt hat und im Unrecht ist. Darüber sind wir uns alle einig. Aber dass es meine Diagnose ist, finden alle möglichen Idealisierungen und Projektionen statt. Gerade leider auch bei vielen Intellektuellen, nicht alle, aber viele. Und das ist gefährlich, denn gerade auch Intellektuelle haben eine gewisse Macht, die beanspruchen sie auch für sich, dass sie wissen, wo es lang geht. Und wir müssen da runterkommen und die Realität sehen. Am Krieg ist erstmal wenig Heldenhaftes, sondern wir haben es ja gerade gesehen. Sie haben also Verständnis für Dieter Bohlen. Grauen. Ach, Dieter Bohlen redet immer so, wie ihm der Schnabel gewachsen ist. Also ich würde das jetzt nicht überbewerten und das jetzt gerade als Zeichen sehen, dass er von der russischen Seite jetzt indoktriniert worden ist, sondern einfach mal wieder blöd locker formuliert. Ich würde da nicht mehr hineininterpretieren. Eine Frage, ich würde gerne noch einmal Paul Ronsheimer dazu, der uns auch weiterhin zugeschaltet ist. Paul, gerade wurde gesagt, dass es auch Propaganda, Kriegspropaganda von beiden Seiten geben würde. Wie würdest du das einordnen? Ich finde, dass erstmal sozusagen eine Verniedlichung der russischen Seite. Denn erstmal muss man sagen, und das ist das, was ich als Reporter erlebt habe, das hat Grausamkeiten auf der russischen Seite zutage gefördert. Ich war in Butscha, als die Menschen dort auf der Straße lagen, Zivilisten doch mit den Händen verbunden, auf dem Rücken erschossen. Ich war in den Foltergefängnissen in Izium, im Osten des Landes. Ich war mit Menschen dort, die dort gefoltert wurden, die mir berichtet haben, wie Elektroschocks eingesetzt wurden, andere Menschen, die Schreie gehört haben, Massengräber, die es dort gibt. Also man muss einmal festhalten, in allen befreiten Gebieten, in denen ich war, nachdem das passiert ist, überall kamen diese Gräueltaten zutage. Und jeder Ort, der jetzt noch besetzt ist von den Russen, da müssen wir davon ausgehen, dass in diesen Minuten, wo wir reden, in Folterknästen, die Menschen gefoltert werden. Und das ist der große Unterschied, muss man sagen, zu dem, was in ukrainischen Regionen passiert. Die Ukraine ist eine Demokratie, auch wenn immer versucht wird, sozusagen sie in irgendeine Richtung zu rücken. Natürlich hat die Ukraine als Staat auch große Probleme gehabt, aber wir können das Ganze nicht gleichsetzen. Das ist, glaube ich, sehr wichtig. Und was Propaganda angeht, der große Unterschied ist, wir dürfen hier frei berichten. Ich war in Gebieten und habe zum Beispiel aufgedeckt, auch auf ukrainischer Seite, als das ukrainische Verteidigungsministerium davon gesprochen hat, dass bestimmte Dinge dort vorgefallen sind. Da ging es um Zähne, die angeblich dort Gefangenen entrissen sein sollen. Da haben wir aufgedeckt, dass das eben nicht der Fall ist. Wir können aber frei recherchieren. Wir können mit den Menschen sprechen. In Russland gibt es ausschließlich staatliche Propaganda, Fernsehsender, die eben nur berichten, was Putin sehen will. Und ich glaube, diese Unterschiede muss man immer wieder ganz, ganz klar machen. Und ich bin ehrlicherweise glücklich, dass es viele Menschen gibt und dass es auch viele Intellektuelle gibt, die das klar sehen, klar ansprechen und auch klar aussprechen. Das hat nichts damit zu tun, dass irgendjemand Krieg will. Ich als jemand, der seit über 10 Jahren Krieg gesehen hat, kann Ihnen das ganz sicher sagen. Niemand möchte das, was wir hier erleben, irgendwo sehen. Herr Schindler, wenn Sie das hören, auch die Worte von Paul Ronsheimer, auch von den Gräueltaten, und Sie waren ja verteidigungspolitischer Sprecher der SPD. Was kann die deutsche Regierung denn tun? Vor allen Dingen muss man sich klar machen, warum wollen wir denn die Ukraine überhaupt unterstützen? Und das eine Reihe von Gründen hat ja Paul Ronsheimer eben schon ausgeführt, einfach aufgrund der gewaltigen Ungerechtigkeiten und Verbrechen, die dort begangen worden sind. Aber es gibt auch einen globalen Aspekt. Was bedeutet es eigentlich für unser aller Sicherheit, wenn eine Großmacht wie Russland sich damit durchsetzt, ihre Ziele erreicht, dass sie einen Angriffskrieg führt, also praktisch das größte Verbrechen begeht, das in den Beziehungen zwischen Völkern und Staaten überhaupt möglich ist, und sich dann auch noch durchsetzt, indem sie mit dem Einsatz von Atomwaffen droht. Was löst das weltweit aus? Was für Lehren werden daraus gezogen? Für Russland ganz klar, wenn das einmal geklappt hat, wird es auch wieder klappen. Also wenn man jetzt beispielsweise einen Waffenstillstand hätte,
dann hätte Russland einen Sieg errungen. Es hätte eine Landbrücke hergestellt zwischen den bereits besetzten Gebieten im Donetskbecken und der Krim. Es hätte ein Fünftel der Ukraine besetzt. Es hätte ein Aufmarschgebiet gewonnen für den nächsten Krieg. Und es hat ja gelernt, wenn wir nur hart genug vorgehen, wenn wir nur streng genug drohen, scharf genug drohen, dann knicken die anderen ein. Irgendwann wollen sie einen Waffenstillstand und wir schneiden wieder ein Scheibchen von der Ukraine ab, bis es keine Ukraine mehr gibt. Aber nicht nur Russland würde ja diese Konsequenzen ziehen, sondern Diktatoren, Aggressoren weltweit würden lernen, wie man das macht. Wenn man nur hart genug auftritt, wenn man nur mit genug Vernichtung droht. Und aber die ultimative Vernichtung ist ja die Atomwaffe. Aber Herr Felgentreu, verstehen Sie denn die Sorgen der Bürger auch in Deutschland? Ich verstehe die Sorgen absolut. Ich mache mir nur Sorgen, ob es nicht noch alles viel unsicherer und gefährlicher wird weltweit, wenn wir jetzt an dieser Stelle es nicht schaffen, das Stoppschild aufzurichten und zu sagen, bis hierhin und nicht weiter, diese Art miteinander umzugehen in den Beziehungen zwischen Völkern und Staaten, die haben wir nach dem Zweiten Weltkrieg für alle Zeiten verbannen wollen von unserem Planeten. Und jetzt kommt sie zurück und das können wir nicht zulassen. Herr Frost, sind Sie auch für das Stoppschild? Ich bin tatsächlich ein bisschen bei Frau Weidenfeld und ich finde auch, so die Aussagen von Herrn Bohlen sollte man jetzt nicht auf die Goldwaage legen. Er redet halt, wie ihm der Mund gewachsen ist. Und ich glaube, Herr Bohlen sagt eben das, was viele, ich zum Beispiel auch und viele aus der gesellschaftlichen Mitte, glaube ich, befürchten, dass die ganze Sache einfach sich immer weiter zuspitzt. Und gefühlt hört man natürlich eine Position. Ich gefühlt höre die Position Waffenlieferungen, Waffenlieferungen, Waffenlieferungen. Bei Herrn Bohlen geht es vor allem um die Wirtschaftssanktionen ja auch. Ja, weiß ich nicht, das kann ich ganz schwer bewerten, ne, inwieweit sowas greift. Aber ich würde es auch schön finden, wenn man auch noch mal sich überlegt, ob man sich da nicht an den Tisch setzen kann. Ja, tatsächlich, für mich gefühlt, spitzt sich das auch sehr hart zu und man hört halt immer, wir müssen mehr Waffen liefern. Und ich weiß nicht, ob das der richtige Weg ist, weil natürlich mehr Waffen aus meiner Sicht verlängern den Krieg und damit auch so das Leid der Menschen. Also wenn ich zusammenfasse, haben Sie eigentlich Angst, dass Deutschland als aktiver Teilnehmer hineingezogen wird? Also ich bin überzeugt, das sind wir de facto schon, wenn wir auch gerade auf Cyberattacken gucken, dann sind wir aktiv beteiligt. Und ich als ganz normaler. Inwiefern sind wir beteiligt, was Cyberattacken betrifft? Es gibt und gab viele Cyberattacken, auch auf öffentliche Einrichtungen. Das Fraunhofer-Institut war vor kurzem so ein Thema. Verwaltungen. Und ich bin mir sicher, dass sich das auch noch zuspitzen wird, tatsächlich. Und auch wenn wir über Waffenlieferungen reden, finde ich, ist man natürlich beteiligt, automatisch. Man ist nicht Kriegspartei, nur weil man Waffen liefert. Aber ich weiß, was Sie meinen. Ja, aber ja, man spricht das nicht aus. Ne? Aber natürlich unterstützt man damit den Krieg auch, finde ich. Also ich habe so ein bisschen Sorge, dass mehr Waffen auch mehr Leid bedeuten. Hier würde ich einmal ganz gerne kurz eine kurze Einschätzung nochmal von Paul Ronsheimer haben, weil das beschäftigt wirklich, und da haben Sie vollkommen recht, ganz viele Menschen in diesem Land, wie es möglich ist, Putin an den Tisch zu bekommen. Und wenn man hört, einfach an den Tisch setzen, ist es denn überhaupt möglich, Paul? Wie sieht es da aus? Also erstmal muss ich noch einmal ganz kurz sagen, das Gegenteil ist hier der Fall in der Ukraine. Die Waffen, die wir liefern, sorgen für weniger Leid. Insbesondere was eben die Zivilisten angeht, in diesem Raum, in dem ich war, im Osten des Landes, in anderen Teilen des Landes, die befreit werden. Die befreit werden von Russland, die diese Menschen terrorisieren, die diese Menschen und die ukrainische Kultur zerstören wollen und das teilweise tun. Da findet eine Befreiung statt. Und da kann man nicht sagen, weil wir den Waffen liefern, wird es da schlimmer. Nein, in den Regionen, gerade was auch die deutschen Waffen angeht, nämlich die Luftverteidigung zum Beispiel, die eingesetzt wird, um russische Raketen abzufangen, das bedeutet, dass es weniger Leid gibt hier in der Ukraine. Das ist mir ganz wichtig zu sagen. Was Verhandlungen angeht, man muss das auch immer wieder ganz klar machen. Wladimir Selenskyj war von Anfang an des Krieges und vor dem Krieg immer bereit, mit Wladimir Putin zu sprechen. Aber was jetzt passiert ist in den vergangenen 3 Wochen, in den vergangenen Monaten, erstens klare Kriegsverbrechen, zweitens gab es die Fake-Referenten. Wladimir Putin hat gesagt, ja, diese Regionen, die gehören jetzt Russland und darüber ist auch nicht mehr zu reden. Und er hat dann eine Nukleardrohung ausgesprochen. Wenn es zu einem Erfolg führt, dass Wladimir Putin
mit diesen Drohungen und diesen Äußerungen dann sagt, okay, ich kriege das, was ich will, und da gebe ich dann Herrn Feldentreu recht, dann bedeutet das auch eine Gefahr für die gesamte Weltordnung. Denn das würde bedeuten, ein Land wie Russland kann ein anderes erpressen und bekommt dann das, was es will. Momentan ist die Lage so, dass die Ukraine ganz unabhängig von den Raketenangriffen, die es auf Kiew gab und andere Städte gab, an der Front gewinnt. Da gab es Gebietsgewinne, die immens sind in den vergangenen Monaten, Dinge, die man der Ukraine nicht zugetraut hat. Und die Ukraine, souveräner Staat, sagt, wir werden erst dann verhandeln, wenn die russischen Truppen aus dem Land sind. Und mittlerweile sagt man auch erst dann, wenn es einen neuen Präsidenten gibt, wenn Wladimir Putin dort nicht mehr ist. Da weiß ich nicht, ob das so schlau ist, das sozusagen. Da bin ich indifferent. Allerdings verstehe ich es, dass ein Land sagt, nein, wir sind nicht bereit, Teile unseres Landes, Orte, den Russen zu überlassen. Das wäre so, als würde ein fremdes Land Deutschland überfallen und wir sagen, okay, Stuttgart und München sind vielleicht doch nicht ganz so wichtig, die bekommt dann dieses Land. Das ist die Realität. Danke für deine Einschätzung, Paul. Wir kommen jetzt zu der These von Ihnen, Frau Weidenfeld. Ich wollte gerade, Sie dürfen auch gerne erstmal antworten. Nicht sozusagen militärisch zu äußern, obwohl ich das überhaupt nicht vorhatte. Ja. Von wegen ja, Verhandlungsbereitschaft. Es geht ja so ein Gerücht, jetzt kam es ja gerade wieder vor von einem Ex-Militärexperten, dass es ja durchaus Pläne gab im April, einen Vorschlag, und angeblich soll also Johnson hereingestürmt sein, vielleicht weiß das noch der Ex-BND aus geheimen Quellen, und gesagt, jetzt ist nicht die Zeit für Verhandlungen. Mhm. Ja, also erstmal ist die Frage, wer verhandelt, ist es die Ukraine oder ziehen da möglicherweise die USA im Hintergrund die Strippen? Das wäre die eine Frage, die ich gern Paul zurückgeben möchte. Und das andere ist, ja, ist die Ukraine wirklich so verhandlungsbereit? Also, tut mir leid, diese Logik, mehr Waffen, weniger Leid, vielleicht bin ich als Kulturwissenschaftlerin da einfach zu blöd, aber ich kapiere es nicht. Also, Selenskyj hat ja mal gesagt vor einigen Monaten, ich will keine Rückeroberung der Krim, das würde 100.000 Tote bedeuten. Ja. Ja? Geben wir also die beiden Fragen einfach mal direkt dann zurück. Ja. Frau Ronsheim ist uns ja zugeschaltet. Ja, also ich kann es ganz praktisch erklären. Mehr Waffen, weniger Leid. Warum? Wenn es die Luftverteidigung IRIS-T, die zum Beispiel gerade geliefert wurde von Deutschland, hier in Kiew schon gegeben hätte, wäre Oksana nicht gestorben, wäre Oksana nicht von dieser Rakete getroffen worden und ihr kleiner Sohn hätte noch eine Mutter. So klar und deutlich kann man das beantworten. Hm, und das erinnert mich neben der Luftverteidigung, was andere... Also, bitte? Wenn ich da reingrätschen darf, das erinnert mich so ein bisschen an Trump. Wissen Sie, wie der Schulvorfall war, wo ein Attentäter in der Schule über 10 Kinder erschossen hatte? Hat Trump gesagt, hätten wir die Lehrer alle bewaffnet, wäre das nicht passiert. Hm? Das ist eine Logik, die dürfen wir nicht akzeptieren. Die dürfen wir nicht akzeptieren, Herr Ronsheimer. Sondern unser Ziel muss sein, auch ohne Waffenlieferung Frieden herbeizuschaffen. Sie wollen eine Logik nicht akzeptieren, dass Luftverteidigung hier Menschen gerettet hätte? Sorry, das ist doch absurd. Wenn man hier eine Luftverteidigung aufgebaut hätte, seit vielen Wochen und Monaten, dann hätten diese Raketen diese Menschen nicht getroffen. So einfach ist die Wahrheit. Und kommen Sie mir doch damit nicht mit Donald Trump. Was hat das denn mit Donald Trump zu tun? Es hat nichts mit Donald Trump zu tun, sondern es hat mit der Logik der Argumentation zu tun. Waffen sind keine friedensstiftende Aktion. Sie wissen aber gar nicht, wovon Sie reden. Und es gibt auch nicht den guten Krieg. Kapitulation wäre natürlich eine. Bitte? Dann kommen Sie doch mal in die Ukraine und schauen sich das an. Aber das ist ja genau das, was ich so, man nimmt jetzt eine Aussage von Dieter Bohlen, die übrigens, glaube ich, wirklich widerspiegelt, was viele denken, und interpretiert da jetzt so mega viel rein. Es gibt irgendwie gefühlt aus der Mitte, gibt es zwei Positionen, Waffen, Friedensverhandlungen, aber es gibt ja noch viel dazwischen, was man irgendwie machen kann. Und das finde ich ein bisschen schade, dass... Also ich habe das Gefühl, es sind so zwei ganz verhärtete Fronten. Ist es in Ordnung? Ich möchte gerne einmal noch ganz kurz dabei bleiben, bei der Sache, die Paul Ronsheimer erklärt hat und wo hier eine andere Meinung war. Herr Feldentreu, als ehemaliger Sprecher, ja, wie sehen Sie das denn? Also was Herr Ronsheimer gerade erklärt hat, da müssen wir schon einmal bei bleiben, weil er hier
große Unterschiede da in der Logikverstehung herrschen. Wie würden Sie es denn einschätzen? Ich sehe es ganz genauso wie Herr Ronsheimer. Die Ukraine hat die Wahl, sich zu verteidigen. Das kann sie nur, wenn wir ihr die Waffen dafür geben, denn die ukrainische Rüstungsindustrie ist größtenteils durch russische Raketenangriffe zerstört worden und sie war auch nie so stark, dass sie alleine in der Lage gewesen wäre, diese Verteidigungsanstrengungen zu tragen. Aber wenn wir ihr die Waffen nicht geben, dann bleibt der Ukraine nur die Erfüllung der russischen Kriegsziele. Das heißt, es gibt dann zwar irgendeine Art von Frieden, aber das wäre natürlich eine Friedhofsruhe in der Ukraine. Es würde dann diese freie ukrainische Regierung nicht mehr geben. Man hätte dann entweder eine Ukraine als besetzten Vasallenstaat der Russen oder gar keine Ukraine mehr. Das wäre die Alternative. Und es gab doch am Anfang etliche Experten, die gesagt haben, Russland nimmt Kiew und die Ukraine in wenigen Tagen ein, oder nicht? Ja, ich habe das immer für etwas naiv gehalten. Ich bin seit 2013 der für den Bereich der ehemaligen Sowjetunion zuständige Berichterstatter in der SPD-Fraktion im Verteidigungsausschuss gewesen. Bin also mehrfach in die Region gereist und habe beobachtet, wie sich die Kampfkraft und die Moral der ukrainischen Streitkräfte verändert hatte in den letzten 8 Jahren. Mhm. Deswegen war mir relativ klar, dass die ein wesentlich unangenehmerer Gegner für die Russen werden würden, als das so landläufig verbreitet war. Dass allerdings die Russen so schwach sein würden mit ihrem Angriff, das habe ich auch nicht erwartet. Nur dieses Szenario, in 3 Tagen sind wir in Kiew, das habe ich immer für naiv gehalten.